stößt und sticht einen immer wieder die Frage, was bist du denn eigentlich? Indem ich so nach Stellen pilgere, verschiebt sich mir alles. Ich pilgere eigentlich nicht mehr nach Stellen, sondern in erster Linie nach Klarheit. Geld ist notwendig zum Leben, aber noch viel notwendiger ist es zu wissen, was man denn ist und wozu man eigentlich taugt. Im Herbst 1939 fällt die deutsche Wehrmacht in Polen ein. Der Zweite Weltkrieg bricht aus. Die Schweiz, von kriegführenden Ländern umschlossen, verschanzt sich und ruft die Wehrpflichtigen an die Waffen. Auch Max Frisch, der nach ersten Erfahrungen als Journalist mit Schreiben aufgehört und ein Architekturstudium begonnen hat. Das heimliche Gelübde, nicht mehr zu schreiben, wurde 2 Jahre lang nicht ernstlich verletzt. Erst am Tag der Mobilmachung, da ich als Kanonier einrückte, überzeugt, dass uns der Krieg nicht erspart bliebe und dass wir kaum zurückkehren würden, wurde nochmals ein Tagebuch begonnen. Wir werden geboren und haben nicht um unser Leben gebeten, nicht unser Vaterland erwählt. Einmal am Leben aber, ja, wie hangen wir daran? Und wie lieben wir auch das Land, das unser Vaterland ist? Ich schwöre oder gelobe es. Wer schwört, wer gelobt, das hört man nicht. Es gehen die hellen Hände empor und jeder steht in diesem Augenblick für sich ganz und gar. Eigentlich ist es nur eine Abrechnung. All die Jahre hat man empfangen, als Eidgenosse ohne Eid, und nun kommt die Stunde, wo wir vielleicht zahlen müssen. Der Preis ist allerdings groß. Unser ganzes einmaliges und unwiederholbares Dasein. Nachdem Frankreich gefallen war, was uns fortan in die Lage von Gefangenen versetzte, erhielt ich einen persönlichen Urlaub, um das Diplom als Architekt zu machen, sodass ich fortan, sofern wir keinen Dienst hatten, als Angestellter meinen Unterhalt verdienen konnte. Eine junge Architektin, die mir am Reißbrett half und das Mittagessen richtete, wurde meine Frau. Wir heirateten, nachdem wir zusammen ein erstes Haus erbaut hatten. Der Krieg, wie ein Gewitter, rollt in der Ferne. Der Blitz, die Vernichtung, blieb uns erspart. Alles blieb uns erspart, Bewährung jeder Art. In Riga würden jetzt die Juden zu Tausenden in die Wälder geführt und erschossen. So etwas sagte man unter 4 Augen, um nicht unglaubwürdig zu werden. Unser Dienst hat sich verändert, unmerklich, aber grundsätzlich. Etliches glauben wir nicht mehr. Ich lese die neuen Berichte von Buchenwald, Buchenwald bei Weimar. Ich sehe nicht ein, wie unser einer, wenn es uns nicht einfach an Vorstellung fehlt, mit diesen Nachrichten fertig werden soll. Immer endet es in der einzigen, aber hilflosen Gewissheit, dass uns kein Denken, das um diese Dinge herumgeht, wirklich weiterführen kann. Es steht wie ein nächtlicher Fels vor uns. Wir können nicht mehr näher an seinem Fuße sein. Wir können nicht mehr bezweifeln. Er ist da. Er ist mitten auf unserem Weg. Der Krieg geht uns in höchstem Maße an, gerade auch, wenn er uns verschont. Unser Glück ist ein scheinbares. Wir sind nicht imstande, es wirklich zu genießen,
inmitten eines Leichenfeldes, am Rand einer Folterkammer. Wir hören die Schreie, aber wir sind es nicht selber, die schreien. Auch dort, wo das Versagen des Geistes nicht zur aktiven Kriminalität reicht und sich nicht als Massaker darstellt, erkennen wir es als Schuld. Beispielsweise in dem Umstand, dass unsere gesamte schweizerische Presse, solange es unser Vaterland hätte gefährden können, zu eben jenen Massakern schweigen musste und schwieg. Nur, dass wir es beim Nachbar als Mangel an bürgerlichem Mut bezeichnen, somit als Schuld, im eigenen Lande aber als Staatsräson. Indem man es nicht verschweigt, sondern aufschreibt, bekennt man sich zu seinem Denken, das bestenfalls für den Augenblick und den Standort stimmt, das sich erzeugt. Man hält die Feder hin, wie eine Nadel in der Erdbebenwarte. Und eigentlich sind nicht wir es, die schreiben, sondern wir werden geschrieben. Nach dem Krieg beginnt Frisch, neben der Arbeit an Stücken, auch in loser Form seine Gedanken und Erlebnisse aufzuzeichnen. Sein erstes literarisches Tagebuch entsteht. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich habe da schon gespürt, das wird das Modell. Er war da ein bescheidener Typ, er war Architekt. Und ich erinnere mich, er ist, ich weiß nicht, ob das schon noch Wellenkrieg war oder gerade nachher, ist er mit Veloklammern, mit dem Velo nach Baden gehen, arbeiten, nicht? Schreiben kann Frisch nur in seiner Freizeit. Sein Leben verdient er als Architekt. Er gewinnt den Wettbewerb für ein, wie er es nennt, Freibad fürs Volk. Oft trifft er sich in jenen Jahren auch mit Intellektuellen, vor allem mit Bert Brecht, der noch immer in seinem Zürcher Exil lebt und zu Frischs wichtigster Bekanntschaft wird. Mit Brecht auf der Baustelle. Über 2 Stunden stapfen wir umher, hinauf und hinunter, hinein und hinaus, rundherum. Von allen, die ich bisher durch die Bauten geführt habe, ist Brecht der weitaus dankbarste, wissbegierig, ein Könner im Fragen. Intelligenz als Magnet, der die Probleme anzieht, so dass sie auch hinter den vorhandenen Lösungen hervorkommen.